Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, und willkommen auf der Achema 2012 zur Roten Couch. Mein Name ist Ulla Reutner, ich bin Chefredakteurin von P&A. Wir sprechen hier auf der Messe mit wichtigen Industrielenkern über Themen, die bewegen. Sie können uns live hier auf der Messe stündlich erleben oder zu Hause via YouTube. Jetzt bei mir auf der Roten Couch begrüße ich Herrn Dr. Thorsten Peuker, Vice President Sales and Marketing Integrated Solutions von Sartorius Stedin Biotech. Wir sprechen über das Thema Technologiewandel in der Pharmaindustrie und speziell in der Biopharmaindustrie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Peuker. Guten Morgen, Frau Reuner. Herr Dr. Peuker, Deutschland gilt ja traditionell eigentlich als einer der Spitzenstandorte für die Pharmazie, insbesondere was die Entwicklung von Wirkstoffen angeht. Gilt das auch für den Biopharmasektor? Nun, gerade im biopharmazeutischen Bereich sieht die Situation vielleicht etwas anders aus. Dort sind aus historischen Gründen Länder wie die USA deutlich weiter vorne. Man sieht das auch schon an den Zahlen. 4 der im letzten Jahr zugelassenen 34 Wirkstoffe in Deutschland sind biotechnologisch hergestellt. Weltweit wurden 11 zugelassen, also da ist schon ein ganz gutes Verhältnis zu erkennen. Und die meisten der 9 innovativen Produkte kommen tatsächlich aus USA. Mhm. Spitzenstandort, kann Deutschland diesen Status auch als Produktionsstandort in Anspruch nehmen? Nun, dort sehen wir gerade eine Entwicklung, dass sich die Produktion immer weiter verlagert. Von den forschungsintensiven Ländern wie USA zum Beispiel über Europa hin nach Asien. Und durch die Hintergrundausbildung auch der Mitarbeiter insbesondere ist Deutschland natürlich ein sehr interessanter Produktionsstandort. Wie sehen die heutigen Produktionskapazitäten aus in Deutschland? Und im Vergleich dazu global, dominiert da immer noch überall die chemische Herstellung von Wirkstoffen? Die Herstellung der Wirkstoffe ist analog der neuen Zulassung. Man kann also so sagen, dass gerade im Bereich biopharmazeutischer Produktion 37% der gesamten Produktionskapazitäten in Nordamerika vorherrschen, 26% in Europa und jeweils 8% in Indien, China und Japan. Das heißt, man sieht da schon, es passt nicht ganz zusammen. Die Produktionskapazitäten zu dem, was eigentlich erforderlich ist oder wo auch der Trend hingeht, bilden sich nicht ganz in diesen Zahlen ab. Man möchte also immer weiter auch nach Richtung Asien hin expandieren und man möchte dort entsprechende Kapazitäten aufbauen, auch gerade in Ländern, wo man jetzt im Moment vielleicht gar nicht dran denkt, in Drittweltländern oder gerade in den sogenannten BRIC-Staaten. Dort herrschen für die biopharmazeutische Industrie im Moment Kapazität gesehen eine sehr niedrige Kapazität vor. Das heißt, immer weiter wird expandiert in diesen Bereich, in diese Länder. Mhm. Welche Erwartungen haben Sie an die weitere Entwicklung der Produktionsmethoden im Biopharmasektor? Nun, die Produktion und auch die Entwicklung von biopharmazeutischen Wirkstoffen ist ein enorm aufwendiges Gebiet, was teilweise bis zu 12 Jahren in Anspruch nehmen kann, um einen neuen Wirkstoff von der Forschung, von den ersten klinischen Phasen bis hin zur Marktreife zu entwickeln. Das ist natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden. Und um diese Kosten auch weiter unter Kontrolle halten zu können, ist es ein Bestreben der Industrie, immer weiter diese Entscheidung auch für ein Investment für Produktionskapazitäten nach hinten hinaus zu zögern. Wenn man sicher ist, dass man diesen Wirkstoff auch tatsächlich erfolgreich an den Markt bringen kann. Man möchte also nicht eine Vorabinvestition tätigen, ohne sicher zu sein, dass der Wirkstoff es auch tatsächlich an den Markt schafft. Dementsprechend kann man natürlich durch bestimmte Plattformprozesse, wie wir sie auch entwickelt haben, viel schneller gerade in den Engineering-Aufwendungen sein. Man hat also vordefinierte Prozesse, vordefinierte Kombinationen von Produktionsschritten, sodass man in kürzester Zeit in der Lage ist, Produktionskapazitäten aufzubauen und diese dann auch in Betrieb zu nehmen. Mhm. Plattformkonzepte, wie schaut das dann konkret aus? Welche Anforderungen hat die biopharmazeutische Industrie an solche Anlagen und wie setzen Sie das dann konkret um? Gerade für die biopharmazeutische Industrie ist es vielleicht etwas Besonderes, dass man nicht wie im klassischen chemischen Bereich sehr viel mit Edelstahl oder auch mit Glasreaktoren arbeitet. In den Produktionsstandorten, die jetzt
einen sehr hohen biopharmazeutischen Anteil haben, geht der Trend tatsächlich dorthin, immer mehr Single-Use-Produkte einzusetzen. Da hat man den Vorteil, dass man auf die Reinigungsvalidierung zunächst erstmal verzichten kann, weil man ja jedes Mal wieder einen neuen Behälter oder ein entsprechend neues System einsetzt, was dann direkt in Kontakt ist mit dem Wirkstoff. Man muss also nicht nachweisen, dass die Behälter oder Geräte sauber sind und entsprechend rein sind. Das spart aber auch Zeit. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn jedes Mal, wenn Sie sozusagen die Behälter wieder reinigen müssen, müssen Sie entsprechende Reinigungszyklen anschieben, die entsprechend lange dauern, bevor man eine Anlage wieder in Betrieb nehmen kann. Wir können also dabei helfen, mit diesen neuen Methoden, mit diesen neuen Technologien, die wir einsetzen, die Zeit für die Herstellung von Produkten deutlich zu verkürzen. Mhm. Die Zeit für die Herstellung der Produkte zu verkürzen, ist das eine. Überhaupt so weit zu kommen, eine Produktionsanlage zu bauen, das ist ja oft der limitierende Faktor in den forschungsintensiven pharmazeutischen Industrien, möglichst schnell zur Produktionsreife zu kommen. Bietet da das Plattformkonzept auch Vorteile? Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist entscheidend für die Pharmafirmen, gerade wo wir heute sehen, dass sich viele Gesundheitssysteme verändern, möglichst schnell mit dem neuen Produkt an den Markt zu kommen, weil man entsprechend patentrechtlich dann auch Vorteile genießen kann. Das heißt, wenn ein neuer Wirkstoff produziert wird und er ist meinetwegen ein Antikörperprozess, dann kann man mithilfe dieser generischen Prozesslösung, die wir erarbeitet haben, deutlich an Zeit sparen. Das macht durchaus mal bis zu einem Jahr aus. Es sind also keine kleinen Zeiträume, über die wir hier sprechen, weil gerade bei Produktionskapazitäten bis zu 1.000, 2.000 Liter im Upstream, also sozusagen im Herstellungsprozessschritt, ist es so, dass wir durch die neuen Produkttiter, die vorherrschen, deutlich höhere Produktions- oder Mengen an Produkt am Ende herausbekommen. Und darauf ist genau unsere Plattform abgestimmt, dass man sozusagen Prozessschritte, Herstellungsschritte vordefiniert hat und dort gerade auch die Verbindung der einzelnen Prozessschritte klar definiert und auch später für die Qualifizierung der Anlagen ein Konzept erstellt hat. Das ist ja dann eigentlich was Sie sich ableiten können, den Bedarf sich ableiten können aus den Forschungspipelines der forschenden Arzneimittelfirmen. Die Wirkstoffe, die Wirkstoffgruppen, ja, die dort heute in der Forschung vorliegen, die beeinflussen ja später die Produktionsstätten und den Bau der Produktionsstätten. Gibt es da weitere Trends, die dieses Plattformkonzept auch notwendig machen? Also die vorherrschenden Wirkstoffklassen, die wir im Moment sehen, sind halt die Antikörper, gerade für die Krebstherapie. Aber natürlich auch weiterhin Impfstoffe. Weltweit werden Impfstoffe benötigt. Auch gerade in Drittweltländern haben wir im Moment eine Unterversorgung, wo auch durch die WHO-Maßnahmen, die in den letzten Jahren vorangetrieben worden sind, immer mehr gefordert wird, dass man in den Ländern Impfstoffe herstellt. Aber natürlich auch weitere rekombinante Proteine. Das sind die drei Wirkstoffklassen, die wir in der biopharmazeutischen Industrie vorherrschen sehen. Ein Trend ist deutlich zu erkennen zur sogenannten personalisierten Medizin. Das heißt, man diagnostiziert bei einem Patienten erstmal die Krankheit, findet wirklich einen maßgeschneiderten Wirkstoff und produziert diesen dann auch, wenn nicht für ihn persönlich, aber zumindest für eine Gruppe von Personen, die ein ähnliches Krankheitsbild aufzeichnet. Personalisierte Medizin ist sicherlich noch ein wenig Zukunftsmusik, oder wie würden Sie das beurteilten? Es ist sicherlich Zukunftsmusik, aber was wir deutlich sehen können, ist, dass wir vereinzelt Firmen haben, die dort schon sich entsprechend aufgestellt haben. Das heißt, es findet nicht nur in der Forschung und Entwicklung statt, sondern es ist tatsächlich so weit, dass diese Firmen sich so aufgestellt haben, dass sie, nachdem eine entsprechende Diagnostik durchgeführt worden ist und an einem Patienten sozusagen ermittelt wurde, welche Krankheit dort vorliegt, sie relativ schnell in der Lage sein werden, dann auch diesen Wirkstoff herzustellen. Es gibt sogar Firmen, die so weit gehen und sagen, wir wollen diesen Wirkstoff dann auch in einem Krankenhaus herstellen. Da kann man sich vorstellen, dass das dann keine klassische chemische oder biopharmazeutische Wirkstoffproduktion mehr ist, sondern dass das komplett anders aussehen wird und wir in Zukunft vielleicht sehr viel kleinere Mengen auch herstellen, die dann aber dem Patienten natürlich deutlich besser helfen. Und all das auf Basis von Single-Use-Technologien, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Dort bleibt uns im Prinzip gar keine andere Möglichkeit. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten erst eine Anlage dort im Krankenhaus angenommen aufbauen und entsprechend diese sehr anspruchsvollen Qualifizierungsmaßnahmen durchführen, das schaffen Sie in der Zeit nicht.
Das heißt, dort hat man wirklich nur die Möglichkeit, auf Plattformen zurückzugreifen, die dann zum größten Teil aus Single-Use-Technologien bestehen wird. Mhm. Welchen Reifegrad schreiben Sie den Single-Use-Technologien zu heute und welche weitere technischen Entwicklungen zeichnen sich da noch ab? Gerade in den letzten Jahren haben doch deutlich diese intensiven Entwicklungsarbeiten, die auch bei uns durchgeführt worden sind, dazu geführt, dass die Single-Use-Technologie eine doch schon sehr ausgereifte Technologie ist. Wir haben jetzt gerade vor kurzem einen ersten 1000 Liter Antikörperprozess in China hergestellt bzw. aufgebaut, der komplett aus Single-Use-Technologien besteht. Das heißt, Sie sehen nicht nur für den Upstream-Teil, das heißt für die Herstellung des Wirkstoffes in einem Bioreaktor, sondern auch über die ersten Aufreinigungsschritte bis hin zur finalen Abfüllung können Single-Use-Technologien eingesetzt werden. Wenn wir mal einen ganz weiten Blick in die Zukunft werfen, werden Single-Use-Technologien den Standardanlagenbau im Pharmasektor, im Biopharmasektor irgendwann mal völlig ablösen? Das ist eine interessante Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Ich sehe es etwas gemischt. Es gibt ja schon bestehende Kapazitäten, die wird man natürlich als Firma, die diese Kapazitäten innehat, nicht von heute auf morgen abschalten. Das heißt, es werden weiterhin auch Edelstahlanlagen eingesetzt, um besonders große Mengen auch herzustellen. Und das gilt natürlich insbesondere für die Blockbuster, die mehr als 1 Milliarde Umsatz bringen für die Pharmafirmen. Es sind aber nur sehr wenige Firmen, die diese großen Kapazitäten haben, die sich insbesondere dann auch auf die westliche Welt reduzieren. Ich hatte das schon angedeutet, dass man gerade in Nordamerika und in Europa große Kapazitäten hat, aber in Asien oder in Brasilien zum Beispiel eher nicht. Dort werden wir gerade für kleinere Mengen sicherlich sehr viel mehr Single-Use-Anlagen sehen, die dann auch für die Produktion des Wirkstoffes für den Markt eingesetzt werden. Aber einen ganz großen Trend sehe ich insbesondere, um auch diese Geschwindigkeit, den Vorteil der Geschwindigkeit an den Markt zu kommen, einsetzen zu können, ist für das klinische Material, was verwendet wird. Wir brauchen ja sozusagen, um einen Wirkstoff überhaupt erst an den Markt zu bringen, diese verschiedenen Phasen, in denen Sie Wirkstoff herstellen müssen. Und das muss nicht unter entsprechenden aufwendigen Methoden passieren. Erst ab Phase 3 wird das Ganze komplexer und dann kann man die Entscheidung in Ruhe treffen. Also für Phase 1 und Phase 2 Wirkstoffmengen unter Umständen dann kontinuierlich Single-Use-Technologie einsetzen. Da bin ich von überzeugt, ja. Sehr geehrte Damen und Herren, das war der Rote Couch-Talk mit Herrn Dr. Thorsten Peuker, Vice President Sales and Marketing Integrated Solutions von Sartorius steht im Biotech zum Thema Technologiewandel in der Biopharmaindustrie live von der Achema 2012.